Leute, hier ist Becky aus der Zukunft. Ich wollte euch nur eben kurz Bescheid sagen, dass das Video, was ihr jetzt sehen werdet, schon bereits vorgedreht worden ist. Also nicht wundern, das habe ich bereits in Los Angeles gedreht, nur noch nicht hochgeladen. Ich habe ganz, ganz viele Videos auf meiner Festplatte. Deswegen kann es sein, dass das ein oder andere Video plötzlich an einem anderen Ort ist. Aber bevor die Frage aufkommt, ja, ich bin noch in Hawaii, Leute. Ihr wisst jetzt Bescheid und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich werde jetzt nicht so viel labern. Let's go! Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen 24-Stunden-Challenge hier aus dem... Na, wo bin ich? Ihr könnt es gerne erraten in den Kommentaren. Nein, Spaß beiseite. Ich bin im Disneyland, schon wieder, ja. Aber diesmal geht es um Essen, Leute. Und zwar versuche ich eine 24-Stunden-Essens-Challenge zu machen, nur mit Disney-Essen. Hier gibt es einen Haufen und das werden wir alles mal heute ausprobieren. Mal gucken, was es so gibt. Und dann nehme ich euch ein bisschen mit. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn ihr Bock habt auf mehr 24-Stunden-Challenges. Und wenn ich mal öfters sowas mit euch ausprobieren soll. Und lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir verschwenden jetzt nicht allzu viel Zeit, denn ich muss unbedingt frühstücken, Leute. Und ich würde sagen, let's go. Ab in den Park. Und Leute, ich bin losgerannt. Ich bin um mein Leben gerannt, um zu frühstücken unter diese Mickey-Maus-Waffeln. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. So. Ich wollte sie unbedingt essen. Es hat beim ersten Mal nicht funktioniert und beim zweiten Mal jetzt auch nicht. Und ich glaube, es sollte einfach nicht sein. Aber ich hätte sie so gerne gegessen, Leute. Wirklich, ich bin ein bisschen sad, weil die sehen so schön aus. Und hallo, wer sagt bitte nicht ja zu Mickey-Maus-Waffeln? Also, ja, leider ist das schief gegangen. Aber dafür werden wir was anderes ausprobieren. Ich habe mir so eine Liste aufgeschrieben mit Dingen, die ich unbedingt hier abklappern will, die ich ausprobieren möchte, die richtig gut sein sollen. Und unter anderem auch so ein richtig kaltes Getränk, so eine Art Slushy. Ja, und da gehen wir jetzt hin und das checken wir jetzt aus. Das hole ich mir jetzt, weil eine Abkühlung brauche ich definitiv. Vor allem, nachdem ich so viel gerannt bin. Und ja, danach schauen wir mal weiter. So viel unfassbar Leckeres zu essen. Seht ihr das? So was habe ich noch nie vorher gesehen bei Disneyland. Vor allem diese Äpfel hier sehen richtig toll aus. Mit Marshmallows und alles. Mit Schokolade, Cookies, noch mehr Marshmallows, kleine Pies. Oh mein Gott, wie gut sieht das aus. Wow. Und Leute, es gibt noch mehr. Schaut euch das an. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Cake Pops, Marshmallow Treats, Cupcakes. Aber die Cake Pops sehen schon echt gut aus. Und auf jeden Fall will ich einen Apfel probieren. Oha, wie schön sind die denn? Ich habe mir jetzt den gehypten Goofy Slushy geholt. In Pina Colada Mango Geschmack. Es gab ganz viele Sorten. Und dazu habe ich mir noch einen essbaren Strohhalm gekauft. Wie cool ist das denn? Man schmeckt richtig die Mango raus, die Kokosnuss und das war die beste Kombination ever. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es super kalt ist, dass du schon so einen Brain Freeze bekommst. Oder dass es eher wässrig schmeckt, aber überhaupt nicht. Ja, das Getränk lohnt sich auf jeden Fall gerade mega, weil draußen ist es schon super heiß und das ist die perfekte Abkühlung. Also ich lieb. Frühstück für hier flach, deswegen sind wir jetzt zu einem anderen Ort gegangen, wo es was super Gehyptes geben soll. Und zwar solche Mickey Mouse Binets. Also es sind so eine Art Berliner Donuts. Die sollen ultra lecker sein. Dazu gibt es eine richtig leckere Karamellsoße auch. Und oh mein Gott, ich wollte die unbedingt probieren. Ich sehe auch öfters Leute mit der Tüte, mit den Dingern da drin rumlaufen. Und die essen nebenbei. Und ja, die wollte ich unbedingt probieren. Und das machen wir jetzt. Mal gucken, wie die so sind. Und zwar bin ich jetzt hier bei der Mint Julep Bar. So heißt das, wo man die bekommen kann. Und meine Bestellung ist da. Das ging richtig, richtig schnell. Ich habe innerhalb einer Minute meine Bestellung bekommen. Und da sind die Binets drin mit Banane. Und so sieht das aus, Leute. Ich glaube, man muss sie ein bisschen schütteln, damit sich überall das Zucker verteilt. Das machen wir jetzt mal. Diesen XXL-Tüte hier. Und dazu habe ich mir noch eine Limonade bestellt mit Minze und Karamellsoße darf natürlich auch nicht fehlen. Darin kann man nämlich die Binets rein dippen und das soll richtig lecker sein. Okay, erstmal Soße hier auf. Lecker. Oh, das riecht wie Pudding, aber auch irgendwie wie Karamell. Oh, wow. Die sehen so lecker aus und auch noch in Mickey Mouse Form. Ich lieb's. Wow. Okay, und jetzt dippen wir es hier mal rein.
gespannt. Mal gucken, wie es schmeckt. Oh Gott. Das ist so lecker. Mit der Soße einfach perfekt. Ist ein bisschen wie Berliner, aber irgendwie noch ein bisschen fluffiger und so weich und oh. Boah, ich glaube, das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe. Oh, ich könnte heulen, das ist so lecker. Das ist 10 von 10, Leute. Boah, die Limonade ist auch richtig lecker. Nicht so süß, schmeckt auch nicht krass nach Zitrone, also ist überhaupt nicht sauer. Und schmeckt sehr nach Minze, also wer nicht so Minze mag, für den ist es nichts. Aber ich liebe Minze und ich finde, es ist jetzt gerade super passend, weil ja, es ist super heiß. Ich hatte zwar schon mein Slushie, aber einem kalten Getränk sage ich nicht nein, Leute. Vielleicht sollten die Waffeln einfach nicht sein, aber dafür das hier. Ich habe jetzt eben noch was Vernünftiges hier bestellt zu essen, weil wir jetzt gerade hier sitzen und das Essen der Leute auf dem Teller sah so lecker aus. Deswegen dachte ich mir, okay, wir essen jetzt hier eben was, bevor es nachher weitergeht und wir in einige Fahrgeschäfte gehen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, auch den Park zu wechseln. Und im anderen Park soll es auch richtig gutes Essen geben. Deswegen, ja, überbrücken wir so die Zeit. Und ich habe es übers Handy bestellt, was richtig praktisch ist. Da erspart man sich das nervige Anstehen in der Schlange. Und dann vibriert das sogar, wenn es fertig ist. Ja, und ich zeige euch danach, was ich bestellt habe. Essen ist fertig und tada! Oh mein Gott, da sind so viele Shrimps drauf. Aber es sieht verdammt gut aus. Oh mein Gott, ich liebe Shrimps. Damit haben die zum Glück nicht gegeizt. Und das ist ein fettes Sandwich. Wow. Und das bei meiner Freundin sieht so aus. Das haben wir vorhin auch bei jemand anderes gesehen. Da dachten wir, oh mein Gott, das müssen wir jetzt holen. Und Gemüse darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Okay, wollen wir mal die Shrimps hier erstmal probieren? Boah, wie lecker. So mag ich die. Genau so. Ich glaube, das ist das Gesündeste, was ich bislang hier in den USA gegessen habe. Wirklich, jetzt ist es das Gesündeste. Erstmal Salat. Wann habe ich das großartig hier irgendwo drauf? Garnelen. Und ja, ich liebe Garnelen. Wie geht's euch? Mögt ihr Seafood oder eher weniger? Ich weiß, ganz viele mögen das gar nicht so richtig. Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Fertig gegessen, war ultra lecker und jetzt gehen wir zur Indiana Jones Achterbahn. Oh mein Gott, ich freue mich so. Wie cool allein schon der Eingangsbereich hier aussieht. Wow. Boah, gerade eben war nichts los und jetzt ist alles voll. Was ist passiert? Gestern war eine Wartezeit von 85 Minuten hier, deswegen sind wir gar nicht hier reingegangen. Jetzt stand da gerade eben 35 Minuten, deswegen direkt rein, ohne nachzudenken, sofort ausnutzen. Aber jetzt sind wir locker wieder bestimmt bei 60 Minuten. Wir waren jetzt gerade in Indiana Jones drin, es war verdammt gut, oh mein Gott. Ich würde am liebsten nochmal, aber die Schlange ist jetzt einfach zu lang, das kann man sich nicht mehr geben gerade aktuell. Vielleicht ein bisschen später, jetzt will ich mir unbedingt ein Eis holen, ein klein wenig mich wieder abkühlen und das soll auch richtig gut sein. Das kriegt man auch in so einem Mickey Maus Hut, in der Mickey Maus Schale. Ja, das will ich unbedingt haben. Und ich hole mir das Geburtstagseis, obwohl ich kein Geburtstagskind bin, egal. Darf heute sein, ist ein besonderer Anlass, okay? Ich feiere schon vor, ein halbes Jahr voraus, aber egal. Und danach gehen wir in den anderen Park. Da soll es auch richtig viel Essen geben. Und ja, da gibt es auch noch so ganz viele andere Fahrgeschäfte. Da gehen wir auch noch rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Im Tomorrowland findet man Pizza Planet aus Toy Story. Vielleicht kennen das ja einige von euch. Und hier gibt es ein Buzz Lightyear Fahrgeschäft. Da war ich gestern drin. Auf jeden Fall habe ich hier die ganze Zeit Leute rumlaufen sehen mit diesem komischen Alien-Ding da aus Toy Story. Ich will es unbedingt auch haben. Und das habe ich jetzt endlich gefunden. Das gibt es in so einem Churro-Stand. Und den hole ich mir jetzt. Wofür auch immer das ist. Ich glaube zum Trinken. Und ja, das sieht aber einfach zu süß aus. Ich muss den einfach haben. Ich liebe diese Aliens. Die sind so komisch, aber ich liebe sie. Das sind übrigens diese Alien-Dinger, die ich meine. Die haben sogar einen grünen Apfel-Churro. Ich wusste, dass die immer wieder so besondere Churros haben, aber nicht grüner Apfel. Und wie interessant und cool klingt das denn? Ey, die will ich unbedingt probieren. Okay, Leute, ich habe mir jetzt einen Green Apple Churro gekauft und er ist riesig. Mal gucken, wie der schmeckt. Also ich kann mir das schwer vorstellen, diese Kombination, wie das schmecken soll. Aber vielleicht ist es ja mega gut und ich denke mir so, wow, warum habe ich das nicht eher probiert? Ich weiß gar nicht so recht, ob das irgendwie nach grüner Apfel schmeckt. Eher nach Zucker. Bisschen sauer, aber ein bisschen lecker. Richtig weich von denen. Jetzt eben dippen. Gut, aber verdammt süß. Okay, Leute, ich bin jetzt in dem Laden drin, wo es das Eis geben soll. In dem Mickey-Maus-Becher. Und das hole ich mir jetzt. Hier ist eine mega lange Schlange. Richtig viel los. Also muss es sich ja lohnen, ne?
Ich habe mir ein Eis gekauft. Eigentlich wollte ich das in diesem Mickey Mouse Hut, was man eigentlich zum Geburtstag hier bekommt oder so. Normalerweise kannst du es auch so bestellen, du musst nicht unbedingt Geburtstag haben. Aber die meinte zu mir, das verkaufen wir momentan gar nicht mehr. Und ich habe so diese Bowls gesehen, aber ich habe keine bekommen. Bin ein bisschen sad. Jetzt habe ich eine Alternative genommen, und zwar das hier. Der Rocket Sunday. Sieht sehr amerikanisch aus. In Amerika-Flaggenfarbe. Und mal gucken, wie der so schmeckt. Aber ich glaube, der ist genauso gut. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Irgendwie schmeckt das sehr künstlich nach Erdbeere. Die Zitrone schmeckt auch sehr süß. Ich habe mir das irgendwie besser vorgestellt, weil es sieht so gut aus, aber das ist irgendwie viel zu süß. Ich glaube, das ist so eine Marshmallow-Creme mit drauf. Ist nicht mein Geschmack. Jetzt bin ich im California Adventure Park und jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Food Spots finden, die ich mir aufgeschrieben habe, denn dort soll das Essen auch richtig gut sein und es sah auf jeden Fall auch sehr lecker aus auf den Bildern, was ich so gesehen habe, also halten wir mal Ausschau und laufen hier rum und mal gucken, ob wir in das ein oder andere Fahrgeschäft gehen werden. Wow, Leute, schaut euch das an. Ich kann es gar nicht glauben, wie krass sieht das aus. Ich lieb's. Wow. Oh mein Gott, das ist der beste Shake jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Da ist einfach mal ein Stück Kuchen drin. Guckt euch diesen Shake an. Sogar mit Lolli. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das sieht so verdammt gut aus. Und jetzt probieren wir mal. Wow. Ich will nicht wissen, wie mächtig der ist, wie viele Kalorien der hat, aber der sieht verdammt gut aus und der schmeckt auch genauso. Ich will den gerne mitnehmen nach Hause, ich hätte den gerne immer. Noch ein Bananasplit-Milkshake. Auf jeden Fall sieht der auch richtig gut aus. Die Oreos sind hier, die Mickey-Maus-Ohren. Die Kirsche hier sieht genauso aus wie aus so einem Cartoon-Film. Und ja, schaut das euch einfach mal an, das ist Perfektion im Becher. Man merkt, dass da frische Banane drin ist. Ja, so schokoladig ist der gar nicht. Schmeckt mehr nach Banane, aber einfach aussehen top. Also ich glaube, das kann man nicht mehr toppen, Leute. Ihr wisst, ich bin gerade mega glücklich. Ich liebe ja sowas. Wow. Also der Shake war sowas von heftig gut. Also der war krass anders. Sowas hatte ich noch nie in meinem Leben probiert. Das hat wirklich jeden Milchshake in meinem ganzen Leben getoppt. Und das muss schon was heißen. Und das hat sich wirklich gelohnt. Also ich weiß nicht, wie viel Kalorien das Ding hatte. Gefühlt 10.000. Aber ich bin so froh, dass ich das nicht gesehen habe, wie viel Kalorien das hatte. Das stand da zum Glück nicht. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt stehen wir an für Monster AG. Das ist auch irgendwie so ein Fahrgeschäft. Und dann laufen wir mal weiter und gucken noch, was es hier so gibt. Also es gibt auch noch irgendwie so ein Toy Story Land. So Toy Story Fahrgeschäfte. Vielleicht gehen wir auch noch ins Riesenrad. Auch mal einen Platz gefunden ohne Musik. Ey, es war so schwer. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt eine Limonade hier geholt, die super gehypt sein soll. Die soll sehr lecker schmecken angeblich. Soll irgendwie nach Kirsche schmecken und Beeren und so. Und ist sogar mit solchen Bubbles. Und dann habe ich mir so ein Ding hier geholt. Das habe ich so nebenbei einfach random gefunden. Und zwar ist da Cheesecake drin. Und dann habe ich mir noch einen Churro mit Himbeergeschmack geholt. Und Leute, ich habe mir den Torhammer gekauft. Der kann nachts leuchten und sieht so cool aus. Der ist ultra gehypt hier. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir den geholt. Und wir probieren, glaube ich, mal die Limonade hier. Hier ist außerdem auch so eine Pipette drin mit so rotem Zeug. Wie das aussieht. Okay, probieren wir es mal. Warte, schlürfen wir das Zeug. Das schmeckt voll lecker. Es schmeckt noch ein bisschen nach Limette. Ist total erfrischend. Also mich stört es gerade eigentlich überhaupt nicht, dass ich eine 24-Stunden-Essen-Challenge mache, weil ich habe auch super viel trinken, was ultra kalt ist und richtig erfrischend ist und so. Boah, das schmeckt richtig lecker. Ein bisschen sauer,
Aber ich mag sauer. Solange es nicht zu sauer ist. Ihr wisst, ne? Zu sauer. Ja, ich führe Selbstgespräche mit einer Kamera. Ja, mal gucken, was das hier ist. Das sieht schokoladig aus. Es schmilzt schon. Sehr interessant. Sieht aus wie so ein verkohltes Stück irgendwie. Oha! Oh mein Gott, könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Moment, ich muss das mal mit dem Handy filmen. Auf jeden Fall ist es in lila. Und richtig fluffig und wow! Also das sollte wirklich einen Hype verdienen, weil es schmeckt echt gut. Wow! Mal gucken, wie der Churro jetzt hier schmeckt. Boah! Das ist in gelb und schmeckt tatsächlich ganz leicht nach Himbeere. Sieht null so aus, aber auch sehr lecker. Boah. Ich wünschte, ihr könntet das probieren, weil es passt gerade perfekt zum Sommer. Und ist wirklich ultra lecker, aber ich habe so eine Zuckerdosis heute intus. Ich glaube, mir wird es am Abend nicht mehr gut gehen. Das weiß ich jetzt schon. Und jetzt werde ich, glaube ich, Nein, ich werde nicht warten. Ich werde noch zum Pixar-Bereich gehen. Der ist gleich nebenan. Wie konnte ich das fast vergessen? Da gibt es so ein Parfait oder sowas. Ich habe mir das aufgeschrieben. Das will ich unbedingt probieren. Das ist so richtig gelb mit so einer Kirsche drauf und so. Aber das muss ich unbedingt probieren, Leute. Deswegen gehen wir da gleich mal zusammen hin. Ja, immer noch nicht genug Essen für mich. Und ja, wir schauen mal, wie das schmeckt. Ich habe den Laden gefunden, der ist es. Der hat nämlich das, was ich haben möchte. Und zwar den Pixar Pier Frosty Parfait. Oh mein Gott, die Schlange ist so lang, Leute. Das muss ja dann irgendwie gut sein, oder? Oh, ich bin so happy. Sieht genauso aus wie auf den Bildern. Und schau dich einfach mal diese Kirsche hier an und das alles. Schön ist das einfach mal. Mit Zitrone und das ist Himbeere, aber blau gefärbt. Jetzt probieren wir es mal. So lecker. Und es ist ein Slushy. Okay. Ich glaube, eines der besten Sachen, die ich heute hatte. Ja, das ist lecker. Und jetzt geht's wieder zurück zum Aladdin-Park. Und angekommen bei Hungry Bear Restaurant. Hier soll es richtig leckere Burger geben. Oh mein Gott. Pommes und Onion Rings. Die will ich unbedingt probieren. Essen ist jetzt endlich fertig. Und Leute, das habe ich mir bestellt. Erst einmal ein Chili Mac and Cheese Burger. Dazu gab es Pommes. Dann Chili Cheese Fries. Oh mein Gott, ich liebe Chili Cheese Fries. Und Chili Cheese Onion Rings. Und die sind riesig. Und dazu ein Peach Honey Tea Slush. Der soll auch richtig lecker schmecken. Deswegen habe ich ihn mir auch bestellt, ne? Ja, das ist richtig viel. Oh mein Gott, ich sitze jetzt gerade alleine hier, weil meine Freundin wieder in ein Fahrgeschäft gegangen ist. Und ich kann jetzt hier ganz alleine essen. Wie sad. Okay, dann wollen wir mal probieren. Boah, die sehen so gut aus, Leute. Guckt euch die an, wie gigantisch die sind. Die sind so riesig. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Onion Rings Fan. Ich weiß, einige lieben die, vor allem von Burger King und so. Also zumindest habe ich ganz viele Freunde, die mögen. Aber die schmecken richtig lecker. Vor allem mit Chili Cheese und so drauf. Richtig gut. Locker kannst du das mit einer Person teilen und trotzdem bist du satt. Jetzt probieren wir mal die Chili Cheese Fries. Irgendwie sind die gar nicht so scharf wie bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland packen die ja richtig fette Jalapenos drauf. Irgendwie fehlen die mir hier ein bisschen. Ich brauche die, Leute. Ich liebe Jalapenos. Und irgendwie brauche ich so eine Käsesoße. Da ist ja nur so ein bisschen Käse drauf. Die sind okay. Kann man essen, sind lecker, aber nicht mein absoluter Favorit. Da finde ich die bei uns irgendwie in Deutschland besser. Leute, guckt euch das an. Ich habe überall die Soße. Oh mein Gott, das wird so eine Sauerei, Leute. Ich sag's euch. Alles schmeckt irgendwie gleich. Das Fleisch schmeckt sehr lecker. Ist auch gar nicht trocken. Und Digga, was ist das denn? Warum ist da so viel Zeug drauf? Ist da Pommes drauf? Der ist ultra gehypt hier, aber ich verstehe den Burger nicht so ganz. Ist ganz lecker, das Fleisch ist aber ein bisschen angebrannt, aber ja, Burger geht immer, Leute. Burger geht immer. Und jetzt, ich warte schon die ganze Zeit auf diesen Tee hier, auf den Tee-Slushy. Ich habe mir jetzt ein bisschen besser vorgestellt, mehr so wie Eistee. Aber schmeckt irgendwie künstlich. Wie so ein Parfüm irgendwie. Wie ein Parfüm riecht, so schmeckt das. Aber es sind Pfirsichstücke dabei, das ist wieder cool. Ist hier überhaupt nicht unangenehm, ne? Ich sitze hier erstmal alleine. Mit voll viel Essen und wird beobachtet und rede mit der Kamera. Egal. Ich schaue jetzt rein und ja, dann laufe ich zu meiner Freundin, dann schauen wir mal, was wir noch so machen können. Und ja, nachher gibt es noch eine Show, die will ich unbedingt anschauen. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon fertig mit dem Video. Ja, dann ist die Challenge vorbei, Leute. Nur
Disney-Essen gegessen. Warte, Moment, ich habe noch was gekauft. Aber das zeige ich euch, glaube ich, wenn ich zurück bin. Also bis später, Leute. Ich melde mich einfach später. Leider konnte ich mich gestern gar nicht mehr bei euch melden. Das lag aber einfach daran, dass meine Kamera-Akkus komplett leer waren. Genauso auch wie mein Handy. Alles war leer. Ich habe so viel gefilmt, dass alles leer geworden ist. Ich habe auch gar nichts mehr gegessen oder so. Also das habe ich noch alles gefilmt, was ich gegessen habe. Aber danach habe ich auch nichts mehr angerührt, weil ich war so pappensatt. Aber ich habe mir noch was gekauft und das wollte ich euch eben schnell zeigen. Ich habe mir einmal diesen Apfel hier gekauft, diesen Minimaus-Apfel. Und hallo, den muss man einfach mitnehmen, oder? Der ist so schön, der musste einfach sein. Also wie toll ist der bitte gemacht mit Marshmallows und alles. Dann habe ich mir noch das hier geholt, weil das ist auch richtig cool. Oh mein Gott, die Smarties, die M&Ms fallen hier runter. Und dann habe ich mir noch zu guter Letzt einen Cake Pop geholt, einen Minimaus-Cake Pop. Ja, 24 Stunden Disney-Essen war schon hart, war teuer. Aber sehr lecker und hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Und zu sehen auch, was es so gibt im Disneyland hier. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich noch so drehen soll, lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!